diese Räucherstäbchen habe ich gekauft. Zusammen mit meinem Sohn in Efteling und mit meiner Frau, als wir dort Urlaub machten. Und die werden nur zu besonderen Anlässen angezündet. Heute habe ich den letzten Band von Berserk geholt. Danke, Kentaro Miura, dass ich diesen Tag noch überleben durfte. Denn auf dem Weg dorthin hätte mich fast ein Auto angefahren. Und das war heftig. Ich wollte nämlich heute diesen Band holen. Und eigentlich wollte ich auch überhaupt kein Video dazu machen. Aber ich danke dir vielmals, dass ich den überhaupt lesen darf. Weil das war echt beschissen. Bevor ich den überhaupt im Comicshop konnte, war ich erstmal 2 Stunden bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin einfach nur froh, dass ich hier bin und das Ding heute haben kann. Ja, was ist ein Jahr her, seitdem du tot bist? Ich habe dir so viel zu verdanken. Und ja, alles, was hier so ein bisschen liegt, hat für mich eine hohe Bedeutung. Mit dem Schwert. Eine Imitation des Berserk-Katz-Schwert in Miniaturform, das ich zu Lab-Rollenspielen benutzte und das auch schon mindestens so alt ist wie der Ersterscheinung deines Mangas, der mich wirklich lange begleitet hat, der mich inspiriert hat, selbst ein Buch zu schreiben, mehrere Bücher, die ich auch demnächst mal irgendwann mal mit viel Glück veröffentlichen kann. Ja, und ein Geschenk für meinen besten Freund, dass ich hüte wie ein Augapfel. Und vielen Dank, Sensei. Das ist wirklich hart. Ich hoffe, dass es weitergeht, dass deine Schüler in Ehre deine Arbeit fortsetzen. Und ja, auch durch einen Zufall habe ich überhaupt diesen schönen Band bekommen. Nicht nur durch einen Zufall, sondern durch großes Glück. Wie gesagt, fast wäre es nicht dazu gekommen. Ich habe nämlich den 100. One Piece Band in limitierter Ausgabe verpasst. Und das hat dazu geführt, dass ich den da hier überhaupt bestellt habe. Das ist die limitierte auf 999 Exemplare Variant Edition A. Gefällt mir persönlich am besten. Ist genau mein Stil, weil da auch meine Lieblingsgegnerfigur drauf ist. Und ganz wie er hier mit dem Schwert quasi auf das Horn einschlägt. Mega geil. In diesem Sinne möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Wir öffnen das jetzt gemeinsam. Nehmen ein letztes Mal Abschied von Kentaro Miura. Vielen Dank für alles. Ich weiß nicht, wann ich den lesen werde. Da ist das Originalcover von der normalen Edition. Das ist Wahnsinn. Er ist angekommen. An der Insel der Ruhe.
das hat schon. Wir schauen uns drei Seiten an. Wir sind Götz. Auf Wiedersehen, Kentau Miura. Vielen Dank für alles. Absolut vielen Dank.